war verdammt knapp. Ja, das war verdammt knapp und damit willkommen zu einer weiteren Folge The Last of Us. Jess, ist bei dir alles okay? Nur etwas erschöpft. Hier lang. Hier geht's aufs Dach. Ja, mal erstmal hier ein Medipack reinhauen. Und dann können wir ein Medipack mal schnell herstellen. Ja, ein Messer vorsichtshalber auch mal. So, den Rest lassen wir mal gut sein. Was ist mit ihr? Und was ist mit dir? Alles okay? Definiere okay. Atmest du noch? Gilt panisches Keuchen? Zählt. Das gilt. Gut, dann bin ich okay. Oh, den nehmen wir auch mal mit. Und dann raus mit uns. Ah, wir sind immer noch auf dem Weg ins Rathaus. Oder dahin. Da hinten ist die goldene Kuppel. Da müssen wir hin. Wir müssen irgendwie rüber. Da ist es. Unser Zielort. Genau, habe ich ja gesagt. Und Anlauf. Nein. Die Kante hier. Ein Brett. Ich sehe ein Brett, das wir da hinlegen können. Vorsicht. Okay. Sei vorsichtig, wenn du drüber gehst. Das ist ein bisschen... Ja. Pfff. Und, ist es das, was du dir erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Aber Mann, was für eine Aussicht. Kommt, hier lang. Hey, es geht weiter. Da waren kurze Gedanken an die Tochter. Es ist fast geschafft. Reiß dich zusammen. Ja, Ma'am. Ma'am. Hier um die Ecke. Kommt. Oh, das war jetzt aber ein guter Sprung. Weiter, Kleine. Das war ein guter Sprung. Ich suche, wie gesagt, noch immer sehr akribisch die Gegend ab. Weil ich immer noch zum Beispiel nach sogenannten Trainingsbüchern suche. Aber die kommen hoffentlich bald noch. Ah, da liegt zum Beispiel Munition. Mal an. Er hat ein Firefly-Zeichen auf dem Arm. Firefly-Befehle. Was, wenn wir hinkommen und alle sind tot? Befehle. Treffpunktbereich patrouillieren. Und woher weißt du das? Ich weiß. Stellen Sie sicher, dass keine Militärpräsenz in der Gegend herrscht, bevor Sie das Mädchen zum nächsten Unterschlupf bringen. Sie müssen gut ernährt und bei bester Gesundheit sein. Ihre Sicherheit hat absolute Priorität. Okay. Das ist ja nicht so berauschend. Da ist wieder eine Mülltonne, die können wir wieder platzieren. Habe ich schon gesehen, dass wir da hochkommen. Und schwupp. Hoch und rüber. Und schwupp. Da geht's runter. Na also. Also was mir bis jetzt Endspurt aufgefallen ist, dass bei Tageslicht
keine Klicker oder sowas unterwegs sind und keine Infizierten. Vielleicht ist das jetzt im Moment auch nur Zufall, aber das könnte mal ein Hinweis sein. Wahnsinn, so könnte das ausschauen, wenn die Menschheit irgendwann nicht mehr ist. Ich kann nicht schwimmen. Auf der rechten Seite sieht es flach aus. Folg mir. Gut, dass Marlene euch gefunden hat. Was meinst du? Ich weiß, ihr werdet dafür bezahlt. Aber ich will mich bedanken. Ja, kein Ding. Gern geschehen. Scheint das Rathaus zu sein, oder? Nein. Nein, nein! Und was machen wir jetzt? Was machst du da, Tess? Oh Gott, vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie weit soll das hier noch gehen? So weit, wie es eben gehen muss. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Nein, Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess. Wir haben es versucht. Gehen wir nach Hause. Ich gehe nirgendwo hin. Hier ist Endstation. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Fass mich nicht an. Oh nein, Scheiße. Sie ist infiziert. Joel. Lass mal sehen. Ich wollte nicht... Zeig es mir! Oh Gott. Na super. Ach. Ups, was? Zeig mir deinen Arm. Das ist 3 Wochen alt. Mein Biss ist 1 Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt auch ihr Versteck. Oh nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit. Na super, Militär. Sie sind hier. Ich verschaffe euch Zeit, aber ihr müsst hier weg. Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja. Das werde ich auf keinen Fall... Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Oh, ich kann kämpfen. Nein, geh einfach. Na super. Geh doch. Ellie. Tut mir leid, ich wollte das nicht. Los, beweg dich. Wir wissen, dass ihr da drin seid. Waffen weg und kommt mit erhobenen Händen raus. Die wird einen Scheißdreck tun. Oh, verdammt! Wie konnten wir das nur tun? Stopp. Ohne uns stirbt sie da. Stopp! Du bleibst nicht bei mir, wir müssen weg. Da liegt irgendwas. Passt. Sowas kann man immer brauchen. Schauen. Luft ist rein. Hier geht's nicht hoch. Dann geht's da drüben weiter. Okay, also... Wir gehen hoch. Das war's mit Ellie. Da kommt man vermutlich raus. Jetzt lauf einfach weiter. Neutralisiert. Ihr habt 2 Männer getötet. Verstanden.
Du, brech die Tür auf. Du, komm mit. Ja, Sir. Tess. Ja, da liegt sie. Tja. Sie werden bald hier sein. Ich möchte schauen, da hinten liegt bestimmt vielleicht noch was. Oder nicht? Nein. Wir müssen weg. Eher nicht. Da liegt was. Oh, ein Gewehr. Wir haben ab sofort eine Langwaffe. Sehr gut. Okay, weiter. Das Militär ist uns auf den Füßen. Ja. Was machen wir? Joel? Ich hab es. Was zum Teufel? Komm, noch einen Weg. Oh, spannend. Die nehme ich mit. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwas vergesse. Hier irgendwas nicht mitnehmen. Was eventuell kostbar sein könnte. Lass den Kopf unten. Da! Oh Mann! Lass sie nicht durch! Ja. Das war ein Volltreffer. Nicht mehr viel Munition für die Waffe. Da ist nur noch einer. Oh, jetzt. Okay, okay. Komm, Ellie. So, weiter geht's. Da ist eine Nahkampfwaffe. Was machen wir? Joel, wie kommen wir hier raus? Okay, wir müssen durch den Gang. Deckung, ich weiß nicht, wie viele es sind. Da warten wieder einige auf uns.
Ah, komm schon. Nein, 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 das war nix. Wie schaut's aus? Deckung, ich weiß nicht, wie viele es sind. Mal ganz kurz schnell einen Molotow-Cocktail basteln. Okay, das waren schon mal zwei. Hinten irrt noch einer rum. Pass auf! Ah, ah! Jawohl! Sauber, Ellie. Da haben wir wieder Sachen zum Mitnehmen. Aber ich denke, ein kleiner Snack für die Gesundheit. Da hinten sind noch zwei. Wie sieht's aus? Ich hab nichts zum Schmeißen. Selbst? Hier ist auch nichts. Weitersuchen. Ich werde mich hier umsehen. Ihr kriegt mich nicht. Was ist los? Scheiße! Feuer einstellen! Das war verdammt nochmal sehr knapp. Brauche ein Medikit. Machen wir mal schnell noch ein zweites. Gut, dann hätten wir die Armee hier überstanden. Da geht's wieder in den Untergrund. Komm,
ist hier nichts. Weiter. Oh, Maske. Hier ist Pollenalarm. Runter! Kein Ziel! Wiederhole! Kein Ziel! Da drüben ist ein Soldat! Stellung halten und auf Verstärkung warten. Verstanden! Stellung halten! Kannst du das verdammte Zeug einatmen? Ich hab dich nicht angelogen. Richtig, da war was. Hast du sie? Nein, alles leer. Gebiet durchsuchen. Wir sollten sie finden und abhauen, bevor Klicker kommen. Okay, wir schleichen uns mal davon. Mei, geh halt weg. Schnell die Waffe wechseln. Für die andere habe ich keine Munition mehr. So. Das ist schon wieder alles unheimlich hier. Da sind bestimmt Klicker unterwegs. Also diese Folge hat es ja mal auch wieder wahnsinnig in sich, oder? Zuerst passiert uns, dass Tess irgendwie gebissen worden ist. Das haben wir gar nicht so mitbekommen irgendwie. Ja, die hat sich dann natürlich geopfert. Sie hat uns die Armee vom Hals gehalten. Und jetzt schlendern wir durch irgendeine pollenverseuchte Untergrundlandschaft. Ja, und werden da wahrscheinlich wieder auf einige Infizierte treffen. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.